Herzlich willkommen zum BVDW Videocast zu einer bereits veröffentlichten BVDW Studie zum Thema Smart Buildings, die im Lab Smart Buildings entstanden ist. Dieses Lab hat das Zuhause im Ressort Smart World, wo wir die intelligent vernetzte Welt von morgen ins Auge fassen. Ich freue mich heute sehr, drei Personen in diesem Kreis zur Diskussion dieser Studie zu begrüßen. Zum einen Kim Cordell. Kim Cordell ist Senior IoT Business Development Managerin Smart Living bei Bosch IO. Zum anderen Udo Hoffmann, Vice President Germany and Austria von Otis Elevator Company, sowie David Hofmann, der Partner bei MM1 Consulting ist, sowie auch im Ressortvorstand der Smart World und im Lab-Vorsitz nicht nur von Emerging Tech and Innovation, sondern das Labs Smart Buildings auch begleitet. Genau, bevor David eine kurze Einführung geben wird in die Studie, auf die ich mich sehr freue, wollte ich auch noch ein kleines Intro geben, denn ich selber wohne gerade in einem Gebäude, das ist 80 Jahre alt. Dieses Gebäude war vor 80 Jahren eine Polstereimanufaktur. Ja, und 50 Jahre später wurde es zu einem Wohnhaus umfunktioniert. Dieses Gebäude, in dem ich lebe, hat sowohl die Ost- als auch die Westseiten gesehen. Ich selbst habe schon im Gebäude zweimal die Wohnung sogar gewechselt und bin ganz gespannt, was die zweite Haut einer Stadt eigentlich in der Zukunft machen wird, welche Trends, Hemmnisse und Herausforderungen mit der intelligenten Vernetzung von Gebäuden im Stadtgeschehen von einer Großstadt wie Berlin anstellen wird. Und übergebe an dieser Stelle das Wort David, der uns dies kurz zusammenfassend uns jetzt die Studie vorstellen wird. Vielen Dank, Florina. Es geht um die Studie Smart Buildings, erfolgskritische Trends und Anwendungsfälle für Gebäudeplanung und Betrieb. Eine Studie, die wir MM1 für den BVDW gemeinsam mit Otis und Digital Connection im letzten Jahr 2020 erarbeitet und dann Anfang dieses Jahres am 10. März 2021 veröffentlicht haben. Hintergrund der Studie war die Feststellung im BVDW in Fokusgruppensitzungen mit eben den genannten Beteiligten aus Gebäudewirtschaft und Wohnungswirtschaft, dass die digitale Transformation ganz offensichtlich in dem Sektor Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden betrifft, wenngleich aber es kein gemeinsames Verständnis und auch keine Kenntnis darüber gibt, was eigentlich die einheitlichen Reifegradmodelle bzw. Anforderungen sind an unterschiedliche Anwendungsfälle in diesem Bereich, geschweige denn, was denn eigentlich die Perspektive ist für diesen Sektor, was zu tun ist und zu tun wäre, um zukünftig auch größere intermodale Anwendungsfälle im Kontext Smart City zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund haben wir uns das Ziel gesetzt, einmal zwei Dinge zu erreichen, nämlich eine Bestandsaufnahme. Was ist denn unter einer großen Anzahl von Experten und Marktteilnehmern in Deutschland die Sicht auf den Status, den das Thema Smart Building hat, vor dem Hintergrund eben genannter oder unterschiedlicher Anwendungsfälle, auf die ich später noch eingehe. Und zum Zweiten natürlich, was zu tun wäre, um zukünftig die Smartness von Gebäuden zu steigern und damit eben auch noch weitere Anwendungsfälle zu ermöglichen, in dem genannten Kontext. Das haben wir getan. Wir haben vor allen Dingen eine große Anzahl von Daten erhoben, die geprägt waren durch tiefen Interviews mit Experten unterschiedlicher Marktteilnehmer, sowohl aus dem akademischen Bereich als eben auch aus den verschiedenen Wertschöpfungsbereichen, Planung, sprich Architekten, aber auch Umsetzende an Unternehmen und Lösungsunternehmen wie zum Beispiel der Gebäudetechnik. Und darüber hinaus haben wir dann ein Reifegradmodell entwickelt, mit dem wir die Smartness und die verschiedenen Stufen von Smartness in Gebäuden ermittelt und dann wiederum in der größeren Gruppe auch mit Marktforschungsmethoden validiert haben. Das sind im Kern die wesentlichen Erkenntnisse, auf die ich jetzt auch eingehen möchte, um dann einmal auch zu skizzieren, was die Herausforderungen sind mit Blick auf die Umsetzung, die uns in den Gesprächen auch immer wieder geschildert wurden. Zunächst mal sehen wir fünf Stufen der Smartness an Gebäuden. Wir haben uns da orientiert auch an etablierten Modellen, die wir aus dem Bereich Internet of Things genutzt haben und dann eben adaptiert haben auf das smarte Gebäude. Die sozusagen Ausgangsstufe 0 ist, dass ein Gebäude not digitized ist, nicht sozusagen in irgendeiner Weise elektronisch ansteuerbar, sondern einfach analog gesteuert wird. Die Stufe 1
ist controlled, die Stufe 2 ist connected, die Stufe 3 ist integrated, transparent, die Stufe 4 ist autonomous and self-optimized und die Stufe 5 ist pooled resources and capabilities. Und um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, wenn also ein Gebäude wie die meisten in Deutschland sogenannt controlled ist, dann kann man hier von digitaler Steuerung über Sensorik und Aktorik sprechen. Wenn es am anderen Ende, nämlich der Stufe 5, mit pooled resources and capabilities arbeitet, dann würde es bedeuten, dass es ein Teil ist eines Plattformökosystems und sich sozusagen auch als Teil eines Smart Grids oder ein Smart Mobility Anwendungsfelder, Smart Waste und dann eben andere Anwendungsbereiche im Smart City Kontext eingliedert und zum Beispiel Daten zur Verfügung stellt, um über TGAs oder verschiedene Teilbereiche auch diese Daten weiterzugeben und verarbeitbar zu machen. Und in der Mitte, um das nochmal zu konkretisieren, bei so einer Stufe 3, die wir Integrated und Transparent getauft haben, würde es bedeuten, dass es schon eine Systemintegration gibt. Es gibt Building Information Modeling, also BIM-Systeme. Es gibt eine Datenstrategie in Analytics, die genutzt werden kann, um zum Beispiel von einem Gebäude auch einen digitalen Zwilling zu führen, an dem man auch eine Reihe von Abläufen wie Condition Monitoring auch simulieren kann und Erkenntnisse gewinnt. Diese fünf Stufen haben wir dann einmal auf eine Reihe von Anwendungsfällen übertragen. Da ging es um Gebäudesicherheit, um das Thema Aufzüge, Brandschutz, Klimalüftung, Energieversorgung, Beleuchtung und Wasserversorgung und haben dann einmal ermittelt mit den Beteiligten, wie ist denn da heute der Stand und was sind denn eigentlich die Bereiche, in denen bisher ein höherer oder ein geringerer Reifegrad vorhanden ist. Und da kam relativ klar raus, dass das, was man gemeinhin als Smart Building oder smartes Gebäude bezeichnen kann, insgesamt noch an einem sehr frühen Stadium ist. Die reiferen Anwendungsbereiche sind, wenn überhaupt, dann vor allen Dingen in den Neubauten zu finden, kaum in den Bestandsbauten. Und dort, wo auf alle Fälle auch ein großer Schwerpunkt gesehen wird, ist im Bereich Gebäudesicherheit und Brandschutz. Da gibt es schon in vielen Bereichen einen verhältnismäßigen hohen Reifegrad an Digitalisierung. Der Trend, der am stärksten in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass Digitalisierungsreifegrade steigern, wird beim Thema nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung gesehen, weil es natürlich auch gerade in den vor dem Hintergrund des Klimawandels am Smart City Kontext eine besondere Bedeutung hat und auch genutzt werden soll. Und insgesamt, wenn es um die Hürden wiederum geht, warum das zum Teil noch nicht weiter ist, da ist auch das Verständnis, dass gerade so ein unklares Kosten-Nutzen-Verhältnis die weitere Digitalisierung für viele immer noch verlangsamt. Und um es aufzulösen, sagen wiederum die Beteiligten, braucht es vor allen Dingen starke Allianzen und Partnerschaften. Es braucht auch gemeinsame Anstrengungen beim Thema Standardisierung und natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen durch Politik und damit auch kommunale Verwaltung, damit gerade so ganz kritische Themen, die gesehen werden, wie Datenschutz und Schnittstellenmanagement, als Schlüsselthema nicht nur für Smart Buildings, auch dann für Smart City Anwendungsfälle gelöst werden kann. Das einmal im Husarenritt durch Erkenntnisse unserer Studie. Ein umfangreiches Papier, frei verfügbar, downloadbar beim BVDW. Viele O-Töne, auch von Marktteilnehmern, die sehr spannend sind. Deswegen hier nochmal die herzliche Einladung, sich das in Ruhe anzuschauen. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Kim und Udo, um eine Reihe von Fragen, die sich genau darum drehen. Vielen Dank, lieber David, dass du die Studie so fantastisch tatsächlich im Husarenritt und trotzdem sehr komplex aufgefächert und dargestellt hast. Glücklicherweise haben Udo und Kim sich diese ja bereits zu Gemüte geführt und auch vorab, also während der Zusendung der Studie an beide, sowie auch vorab habe ich beide getrennt voneinander befragt, welche Vision sie für das Jahr 2030 bezüglich Smart Cities und dem festen Bestandteil in Smart Cities, nämlich dem smarten Gebäude, haben. Ich trage einmal kurz die Vision, die mir Kim vorab zugesendet hat, vor und knüpfe daran meine erste Auftaktfrage für dieses Panel. Kim, du hast geschrieben, im Jahr 2030 werden all die Use Cases, für die wir jetzt hart kämpfen, ziemlich wahrscheinlich einfach zur Basisausstattung eines jeden Gebäudes gehören. Aber damit es dazu kommen kann, der Status quo der Branche nachhaltig verändert werden kann, braucht es sowohl die richtigen Gesetze als auch das richtige Mindset. Sozusagen haben wir ja gerade schon ein bisschen was von David gehört. Ich würde genau an der Stelle gerne einmal genauer nachbauen. Mit welchem Mindset wird Smart City 2030 und darin auch die Smart Buildings in deinen Augen sinnvollerweise ausgestaltet werden können?
Ja, genau. Also das Mindset oder auf das Mindset zu verweisen, ist irgendwie immer so eine Universalantwort. Ne? Man kann immer sagen, man braucht einfach das richtige Mindset für Sachen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn man vor einer neuen Sache steht und die digitale Transformation ist ja irgendwie neu, die ganzen Anwendungsfälle sind neu, wie gehe ich dann als Individuum einfach damit um? Also in jeder Position, in der man eben ist, als Entscheider oder als Servicetechniker oder so. Und im Endeffekt muss man irgendwie schauen, dass man mehr von der Angst wegkommt und mehr Richtung Neugier kommt. Also die Dinge als Chancen sieht und nicht als Bedrohung und nicht nur als Kostentreiber, sondern auch als Möglichkeit. Und vor allem halt auch weg davon zu kommen, immer nur an sein eigenes Unternehmen. Und das sage ich auch als Anbieter sozusagen oder das als Anbieter sowie auf Kunde zu schauen, dass man nicht nur in Silos denkt, sondern in Ökosystemen. Und ich glaube, wenn man mit dieser Neugier und wenn man mit diesem Ökosystemgedanken an die Themen rangeht, die jetzt gerade der Branche bevorstehen, dann können ganz, ganz großartige Dinge geschehen. Aber das geht eben nicht mit Angst und Silo-Denke. Vielen Dank, Kim. Jetzt mal an das große, so wie du selbst beschrieben hast, Udo, Dinosaurier-Unternehmen Otis, diese Frage gestellt. Erstmal aufgreifend, welche Art von Mindset braucht man, um so ein großes Unternehmen mit auf die Reise in die Ökosystem digitale Transformationswelt zu nehmen? Und was bedeutet das fürs Jahr 2030, wenn Smart Buildings, Mobilität, Leben, Arbeiten nachhaltig beeinflussen, so wie deine Antwort nämlich war auf die Frage, was deine Vision ist, wo du auch benennst, dass all das, was jetzt eigentlich eine Verbesserung der Intelligenz von Gebäudestrukturen betrifft, einen großen Teil des gesamten Gebäudemanagements betreffen werden. Wie geht ihr als Otis mit diesem Mindset und Transformationsthema um und wie ist der Beitrag hierbei Smart Buildings voranzutreiben? Ja, Florina, vielen Dank, dass ich das Wort bekomme. Erstens mal, ein Dinosaurierunternehmen wie Otis, 168 Jahre alt, zeigt ja, dass es durch die ganzen Jahre hervorragend gekommen ist, heute noch Weltmarktführer in Sachen Aufzüge und Fahrtreppen. Und wir haben natürlich einen Haufen Erfahrung im Unternehmen, Mitarbeiter, die lange das mitgetragen haben. Aber wir stehen genau vor diesem Mindset-Change, wie Kim das gesagt hat, mit erfahrenen Unternehmen, den Leuten die Angst zu nehmen und die in die Köpfe zu pflanzen, dass die Veränderung und die immer höhere Geschwindigkeit der Veränderung ein gutes Thema ist und uns zu neuen möglichen Services führen wird. Ja. Wir im Unternehmen adressieren ziemlich viele Ressourcen an das Thema digitale Transformation und da reden wir nicht nur über den technischen Teil, den können wir, sondern die Ressourcen gehen in den menschlichen Teil rein, dass wir eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen können und auch die Kundensicht spiegeln zu unseren Mitarbeitern. Das wird dazu führen, dass wir aus der Digitalisierung auch neue Modelle ziehen werden. Das wird dazu führen, wenn wir diese Modelle entwickeln können, dass unser Leben in einer Smart City und in einem digitalen Gebäude sich verändern wird. Heute versuchen wir in digitalen Gebäuden und David hat es beschrieben, wir haben ja das in der Studie das Maturity-Modell aufgeführt, ja, in unseren 5 Schritten, dass wir in heute verstandenen digitalen Gebäuden vielleicht die Heizung digital messen, vielleicht ein digitales Schlüsselsystem drin haben, was schon fortschrittlich ist. Ja, wenn ich da an Anbieter denke, auch aus Berlin, die das bereits schon machen im großen Wohnumfeld, sodass ich keinen Schlüssel mehr verlieren kann. Dass wir vielleicht Internet überall haben, ja, in Deutschland ja manchmal noch ein Thema. So, das ist das Verständnis vom digitalen Gebäude heute. Es geht aber, fängt aber viel früher an, nämlich wie mache ich denn überhaupt Gebäude? Wie designe ich die denn überhaupt? BIM ist gefallen, ja. Wie schaffe ich einen digitalen Zwilling, dass ich vorher schon weiß, welche Ressourcen muss ich alle reinstecken, damit ich nachher wirklich auch grün bin in dem Gebäude, ja? Das sind alles Themen, die wir zwar angehen, aber die noch nicht, aus meiner Sicht zumindest, ausgereift sind. Und bis 2030 habe ich ja gesagt, wir haben heute Vision bis 2030. 2030 ist dann ganz normal, dass wir diese Themen, die wir heute anfangen zu adressieren, da reden wir, werden wir gar nicht mehr drüber reden. Das ist normal. So wie wir heute nicht mehr über das iPhone reden, das haben wir. So wie wir werden trotzdem, sagen wir, auf dem Weg Herausforderungen haben. Und vielleicht eine Sache, die ich im Unternehmen auch immer versuche darzustellen. Wir als Deutsche, wir wollen ja 110% gleich ein Produkt, ein Service fertig haben. Und das ist unsere Einstellung in Deutschland, weil als Ingenieurstaat, ja. Wir haben aber erkannt,
alle die, und jetzt keine Werbung fürs iPhone, aber die ein iPhone haben, wir kriegen kontinuierlich Updates von Apple, nicht? Und wir regen uns darüber nicht auf. Heißt also, alles das, worüber wir heute sprechen, ist eine Reise, wird immer wieder Updates erfahren. Wir werden immer wieder neue Sachen lernen. Natürlich vor dem Hintergrund Gesetze, Datensicherheit, all das müssen wir einhalten. Und das Geld dafür muss auch da sein, wenn Regierungen jetzt nach dem, ihr kennt das alle, den Resilienzplan, der jetzt von der EU veröffentlicht wird, wo dann auch die einzelnen Länder ihre Pläne für machen, also so auch Deutschland, nicht? Da geht vielen das Thema Digitalisierung rein, Gott sei Dank, erkannt. Kontinuierliches Arbeiten aus meiner Sicht, und ich bin echt zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Zeit zu leben, weil wir so viel verändern in so kurzer Zeit und so viel gestalten können. Zurück zum Unternehmen. Gilt genau das Gleiche. Wir können viel verändern, wenn wir es mitgestalten und nicht abwarten, dass irgendwas passiert. So ist die Einstellung in dem Unternehmen, für das ich arbeite. Ich nehme den Ball an der Stelle nochmal Update auf, Always Beta. Das ist ja auch eine fast neue Konnotation von, was nachhaltig zu digitalisieren bedeuten könnte in Form des Mindset-Gedankens. Kim, wie siehst du denn die Verbindung zwischen diesen beiden Worten Nachhaltigkeit, Digitalisierung im Gebäude? Wie könntest du diese Spannung vertiefen? Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Gut, im Endeffekt glaube ich, genau, braucht man auf der einen Seite eben Digitalisierung, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es aber nicht immer nur zwingend notwendig zu digitalisieren, um nachhaltiger zu werden. Also wir sprechen auch viel zum Beispiel mit Projektentwicklern und Co., die einfach jetzt schon Ökohäuser bauen, die einfach nicht mehr so viele Ressourcen verbrauchen. Na, also das eine Thema ist eben, welche Materialien nutzt man, bleibt man auf dem Stand der Dinge, Stichwort Circular Economy auch und Bewusstsein und Transparenz dafür zu schaffen, wie man auch als Mieter oder als Bewohner auch mit Ressourcen umgeht oder auch eben als Mieter eines Büros. Und dann kommt die ganze Digitalisierung, die dann irgendwie Daten auch gerade erst transparent macht, um zu wissen, was verbrauchen wir denn eigentlich alles, um da überhaupt Entscheidungen treffen zu können, wie wir das besser gestalten können. Also das eine geht ohne das andere, aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie immer verzweigt. Und ich glaube, gerade die Digitalisierung schafft uns die nötige Datenbasis, die wir brauchen, um uns als Mieter, Anbieter, Menschen, ja, sage ich jetzt mal fast, irgendwie auf den Weg zu begeben, dort überhaupt informiert reduzieren zu können. Ich glaube, das ist so das Verhältnis, was ich da sehe. Ja. Also die Quantifizierbarkeit scheint ja eigentlich die Basis zu sein, um überhaupt Nachhaltigkeit identifizieren zu können, wo man da drehen kann. Jetzt mal an der Stelle auch die Frage, viele fragmentierte Industriezweige messen fleißig, haben Ergebnisse. Udo, und auch vielleicht David an der Stelle, wo sind da neue Kooperationswege eigentlich genau deswegen auch zu gehen? Und zwar aus dem Zwang heraus, nicht nur des Klimawandels, sondern auch aus der Wirtschaftlichkeit heraus und auch aus dem Aspekt einer nachhaltigen Digitalisierung der Stadt, in der Menschen leben. Starten wir mal mit Udo und vielleicht nimmt dann David den Allianz-Part auch mit auf. Ja, also eigentlich hat Kim schon den Auftakt dafür gegeben, ja. Wir generieren, und jetzt nicht über mein Unternehmen reden, sondern generell, wir generieren heute viele Daten. Und der Demand oder unsere Kunden sagen, ja, ich will Daten haben. Vielfach müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was wir mit diesen Daten überhaupt anfangen können, nicht? Und wir können das in unserem Silo der Industrie 1, 2, 3 tun. Das ist der erste Schritt, den wir gehen. Der nächste Schritt ist, zu verstehen, wie ich durch Schaffen von Dateninseln meinetwegen, ja, und paaren verschiedener Datenströme einen Mehrwert für meinen Kunden, für das Unternehmen, für die Mieter, für alle möglichen schaffen kann. Erst dann bin ich eigentlich da, wo ich das Thema digitales Datenhandling verstehe. Also nicht nur im Erzeugen, sondern wirklich im Mehrwert schaffen. Das ist das, wonach wir gucken. Und dann verlassen wir nämlich, wie ich es für Otis oft sage, dann verlassen wir den Schacht, gehen raus aus dem Aufzug, verbinden uns mit den Dienstleistern im Gebäude und gehen im nächsten Schritt raus aus dem Gebäude und verbinden uns mit der Smart City. So, das ist der Weg, den ich persönlich sehe, um Digitalisierung vernünftig zu nutzen. Im Gebäude kannst du mit allen Anbietern Daten teilen und überlegen gemeinsam, wie kann man einen Mehrwert für das Gebäude und für die Mieter darin schaffen. Ja? So. Und wenn du aus dem Gebäude rausgehst, kannst du dich mit allen vernetzen, später, wenn die zum Beispiel Bewegungsaufgaben haben. Ja?
Bewegungsaufgaben. Damit meine ich nicht nur Transportunternehmen oder Public Transportation, da meine ich auch Geschäfte. Alles sowas, wo Besucherströme sind, das kann man miteinander verbinden. Dann sind wir wirklich angekommen, aus meiner Sicht, in der Smart City. Nicht vergessen, dass das alles auch Einflüsse hat auf, welche Ressourcen nutzen wir wie, welche Baustoffe, wie Kim gesagt hat, nutzen wir. Alles sowas kommt zusammen. Das ist ein Weg, der zu gehen ist, aber ein cooler Weg für dich, ja. Zum Thema Allianzen, ich glaube, in Deutschland sieht man vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren erste Projekte, die auch immer mehr werden, die sich im Bereich der Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung befinden, in denen tatsächlich dann regional versucht wird, kooperativ, aber tatsächlich unter Vorgabe der Kommune, in dem Fall der Städte, dort neue Projekte zu realisieren und die aber tatsächlich ja auch nicht ein Labor sind, sondern da werden ja tatsächlich Steine aufeinander gesetzt und auch neue Strukturen geschaffen. Und die sind spannend und liefern zum Teil ganz unterschiedliche Erkenntnisse. Nur um mal ein paar zu nennen, Future Living Berlin, Smartes Quartier Jena, Digitalstadt Darmstadt, 5 Millionen Euro von Bitkom gefundet, 32 Projekte, die tatsächlich auf allen Stufen des öffentlichen Lebens Stadtentwicklung vorantreiben und immer unter der Prämisse, dass man mehrere Partner, sprich Dienstleister braucht aus unterschiedlichen Sektoren, die je nach Anwendungsfall kooperativ an den Lösungen arbeiten. Das sind ganz klare Zulassungsvoraussetzungen für die Projekte, denn anders als in der Vergangenheit, wo man auf seine Lösung, seinen Anwendungsfall, sein Silo geschaut hat, ist jetzt auf einmal die Anforderung, Schnittstellen müssen geöffnet werden, man muss Zugriffe zulassen, man muss vielleicht sogar Daten ausspielen an Quartiersbewohner und damit Nutzer, und zwar permanent, also in Echtzeit, in einem Betrieb. Und man muss sich über Jahre committen, dass man die Entwicklung der Systeme in Abhängigkeit der lokalen Anforderungen weiter betreibt und adaptiert. Und das sind für die beteiligten Unternehmen zunächst mal extrem hohe Hürden, denn die Voraussetzungen, um so zu arbeiten, sind in der Regel nicht gegeben. Denn in der Vergangenheit war es ja keine notwendige Anforderung. Und das bedeutet vor allen Dingen für sehr viele, sehr unterschiedliche Marktteilnehmer in diesem großen Sektor, dass sie sich selbst verändern müssen. Wir hatten vorhin schon über das Thema digitale Transformation gesprochen, was es für die Firmen bedeutet. Und gleichzeitig, und das muss sich eben auch verändern und ist momentan sehr kommunal geprägt, muss die Politik natürlich den Rahmen und die Anreize setzen, dass solche Veränderungen nicht nur sozusagen punktuell, sondern auch in der Fläche vorgegeben werden. Relativ einfach ist es, um bei der Ursprungsfrage zu bleiben, bis 2030 vorstellbar und erwartbar im Bereich Neubau und Quartiersentwicklung. Es ist auch relativ naheliegend, dass dort Anwendungsfälle wie Klimawandel und damit Energie und Mobilität als dominierende Anwendungsfälle, die Erfordernisse bringen, zu kooperieren und eben gemeinsam auch Daten zu tauschen. Was es schwieriger macht, ist in vielen anderen Bereichen und vor allem natürlich im Bestand. Wir dürfen nicht vergessen, durchschnittliche Lebensdauer eines Gebäudes sind 80 Jahre, de facto in Deutschland über 100. Und die Wirtschaftlichkeit dort mit entsprechenden Investitionen ex post auch entsprechende Vorteile herzustellen, sind in vielen Fällen nicht gegeben. Es gibt Fälle, in denen ist es gegeben, Photovoltaik, Nutzung, Dachflächen und gleichzeitig Ladesäulen für immer mehr elektrobetriebene Fahrzeuge im städtischen Verkehr herzustellen, ist ein Beispiel, der auch für den Bestand relevant ist, wie auch die Bundesregierung entsprechend forciert. Aber es gibt viele andere Anwendungsfälle, die sind tatsächlich heute nicht wirtschaftlich. Und wenn sie nicht wirtschaftlich sind, aber gewollt sind, zum Beispiel auch von den Bewohnern der Gebäude und der Städte, dann müssen sie auch über politischen Druck hergestellt werden und gefördert werden. Und dafür brauchst du Mittel. An der Stelle würde ich auch gleich nochmal diese Bewohner aufgreifen, die du gerade zuletzt genannt hast. Denn oftmals kommuniziert sich für selbige im ersten Moment nicht so wirklich bisher möglicherweise der Mehrwert. Das haben wir auch in der Studie identifiziert, dass die Kommunikationsstrategie vielleicht überdacht werden muss, was eigentlich der Mehrwert einer sogenannt intelligent vernetzten Stadt oder eines klugen Gebäudes sein kann,
außerhalb dessen, dass man selbst vermessen wird. Und du hattest auch die partizipativen Elemente benannt. Das finde ich, ist vielleicht ein wichtiger Treiber. Und an der Stelle frage ich jetzt mal Kim, wie beispielsweise Bosch damit umgeht und versucht, auch die Kommunikation hinsichtlich der Mehrwerte klar zu schärfen und mit welchem Vorgehen ihr da arbeitet. Ja, Bosch ist natürlich so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite eben ganz, ganz stark in den Bereich B2B schauen, auf der anderen Seite eben aber auch mit Smart Home, Bosch Power Tools und so weiter halt auch ganz, ganz stark auf den Konsumenten. Und im Endeffekt ist es so, dass, ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil meistens ist die beste Art und Weise irgendwie zu schauen, B2B2C anzubieten, da die Zahlungsbereitschaft von den Konsumenten eben genau wegen dieser Thematik, dass sie den Mehrwert eventuell noch gar nicht so stark sehen, dann eher über den Betreiber zu adressieren. Aber es braucht halt irgendwie, also im Endeffekt ist die Antwort immer relativ, wirklich Mehrwerte. Also es muss halt wirklich, wenn man dem Mieter einfach immer nur die Energiewerte anzeigt, dann bringt das demjenigen nichts. Also da braucht man entweder dann irgendwie noch die Möglichkeit, dann per Smart Home noch zu steuern beispielsweise oder das irgendwie zu incentivieren mit irgendeiner Art von Gamification-Ansatz oder dort tatsächlich auch das Thema so offen zu gestalten, dass niemand sich eingeschlossen fühlt, auch in so einem Smart Home Ökosystem beispielsweise. Also oftmals sind die Antworten wirklich Mehrwerte, also wirklich Lösungen für Probleme aus dem Alltag von den Konsumenten zu finden und auf der anderen Seite eben auch den so weit Offenheit anzubieten, dass man eben sagt, okay, ihr seid nicht nur auf Bosch fokussiert, also beispielsweise auch im Smart Home. Ihr könnt auch Lichter nehmen von Philips Hue und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich irgendwie was, was ein bisschen beruhigt, glaube ich, tatsächlich, weil niemand möchte sich gerne in einem, das ist dann wieder die Downside auch von Apple, Udo, halt eben in so einem eingeloggten Ökosystem dann eben vor allem von einem Anbieter, wie es Bosch ja auch ist, qualitativ hochwertig, dementsprechend auch etwas teurer eben. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Bestrebungen, auf der einen Seite eben die Konsumenten zu adressieren, auf der anderen Seite aber eben auch die beispielsweise auch in der Wohnungswirtschaft müssen es auch die Vermieter oder Projektentwickler von vornherein mitdenken. Die müssen auch die Mehrwerte für die Bewohner von vornherein mitdenken. Und im Endeffekt ist, glaube ich, die Kunst, genau diese beiden Seiten gleichermaßen zu bespielen und eben Systeme und Konzepte zu denken, wo wirklich jeder einzelne Stakeholder irgendwie seinen greifbaren Mehrwert irgendwie drin sieht. Und genau dieser greifbare Mehrwert könnte ja der Anreiz schlechthin sein, weg vom wir werden verändert als Bewohner oder als Immobilienwirtschaftsguru. Udo, welche Anreize bietet ihr eigentlich B2B, B2C und so weiter, um eine vertrauensstiftende Maßnahme zum Sinn von Smart Building Upgrading zu stiften? Ja, ich meine, erstmal, was Kim gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Die Kundenperspektive ist das Erste, was wir betrachten müssen, nicht die technische Lösung. Weil genau wie du sagst, es bringt mir gar nichts, wenn ich immer irgendeinen Energieverbrauch angezeigt bekomme und ja, ich kriege den angezeigt, da habe ich aber nichts von. Habe ich früher analog angezeigt bekommen, kriege ich heute digital angezeigt, was bringt mir das? Gar nichts. Ich weiß was, okay. Wir müssen also als Erstes mal erfahren, was empfinden unsere Kunden denn als Mehrwert? Danach müssen wir unsere Lösungen ausrichten. Wenn ich es jetzt mal einfach mal ganz einfach mache auf das Thema Aufzüge, bei uns ist das die Verfügbarkeit. Keiner möchte gerne 11 Etagen laufen, weder 9 noch 6 noch 4. Also wir können mit Remote Access und mit Echtzeitdaten und Vorhersagemodellen sicherstellen, dass Aufzüge weniger Unterbrechungen haben. Ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, dass der Aufzug nicht stecken bleibt und ich da vielleicht 20 Minuten warten muss, bis mich jemand rausholt. Das können wir mit Digitalisierung auf ein gutes Level bringen. Zur gleichen Zeit können wir, und das ist Standard heute, zumindest bei uns, Informationen aufbereiten. Wenn ich im Fahrkorb bin, in der Kabine bin, kann ich mir alle Informationen holen über die Displays, die dort verbaut sind. Ja. Die Informationen, die dort zur Verfügung gestellt werden, sind wiederum abgestimmt mit den Kunden, mit dem Wohnungsunternehmen, mit den Bewohnern. Was interessiert die Leute? Um das als Erlebnisfahrt vielleicht auch zu gestalten. Und wir sind ja alle, wir haben ja heute Aufmerksamkeitsspannen, die gehen bis 8 Sekunden maximal, nicht? Wo wir was verarbeiten wollen. Ganz anders als früher, wo wir erst 30 Seiten gelesen haben. So, wir wollen heute schnell Informationen haben. Das versuchen wir zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig für unsere Leute, für unsere Mitarbeiter, versuchen wir natürlich auch Vorhersagemodelle zur Verfügung zu stellen, dass wenn mal was passiert, der Techniker an die Anlage kommt und mit allem Wissen der Company aufbereitet ist. Wir sind digital unterwegs, ja,
mit Smartphones, der Marke, die du jetzt gerade beschrieben hast, und schieben natürlich alles Wissen, was wir haben, heute digital, sodass die Leute keine Ordner mehr mitschleppen müssen, etc. pp. So. Wir gucken definitiv aus der Kundenperspektive, nicht aus der technischen Lösung. Nur das macht keinen Sinn. Weil sonst bist du wie im Silo, wie wir es vorhin gesagt haben, und hurra, hurra, wir haben alles digitalisiert, nur keiner will es wissen. Das wollen wir ja nicht, nicht? Wir wollen ja Veränderungen vorantreiben. Also musst du fragen, was ist interessant für dich? Und das ist genau das, was wir tun, was wir auch in der Studie gemacht haben, eigentlich fragen, ja, Input reinholen, damit wir daraus wieder was machen können, was lernen können. Das ist eigentlich, was wir tun. Wir sind auf dem Lernpfad, ja. Nochmal zum Stichwort Vertrauensstiften. David, ich würde gerne eine Frage an dich richten, ja, die sich auch an den Inhalt der Studie richtet, der mich immer noch nachhaltig irritiert hat, dass nämlich bei einer Umfrage festgestellt wurde, dass Silver Society in diesem Thema oder der demografische Wandel als solcher gar nicht, zumindest bei der Gebäudewirtschaft und allen Stakeholdern, die darin befragt wurden, als nicht so wichtiger Treiber im Rahmen der Digitalisierung von Gebäuden identifiziert wird. Oder weniger relevant als Klima. Wie würdet ihr denn hinsichtlich dessen, wir haben jetzt gerade über Mehrwerte für Kunden und 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne gesprochen, wie würdest du den Mehrwert hinsichtlich der Langfristperspektive kommunizieren? Denn zum Beispiel beim Thema demografischer Wandel, das ist ja etwas, was langsam voranschreitet, aber definitiv ein großer Veränderungstreiber ist. Absolut. Hat man den oft nicht so vor Augen, man denkt, das kommt ja, das ist weit weg. Und genau an der Stelle würde ich gerne die Frage stellen, inwieweit man dies vielleicht an Politik insbesondere herantreiben müsste. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen, um auf diese komplexe Frage zu antworten. Zum einen haben wir jetzt beim BVDW schon vor der Studie, die ja, wie Udo zu Recht gesagt hat, einen ganz klaren Adressatenkreis hat, nämlich, um den Begriff nochmal zu verwenden, im B2B-Kontext, also die Anbieter von entsprechenden Lösungen im Smart-Building-Kontext der Gebäudewirtschaft, schon sehr viel mit B2C, also tatsächlich, da geht ja deine Frage hin, mit den Endkunden auseinandergesetzt, sowohl im Smart-Home- als auch im Smart-Building-Kontext. Und da kann man sagen, auch jetzt mit Schwerpunkt auf Deutschland, weil es da starke Unterschiede gibt weltweit, gibt es eine ganz klare Perspektive, warum Smart Home und Smart Building Anwendungsfälle genutzt werden und warum sie nicht genutzt werden. Und warum werden sie genutzt? Es gibt 3 Kerntreiber für die Nutzung: zusätzlicher Komfort, zusätzliche Sicherheit, Kostenreduktion. Und genau in dieser Reihenfolge. Komfort schlägt alles bei weitem. Sicherheit kommt dann und dann kommt es nochmal einen tiefen Treppensatz später. Erst Sicherheit und alles andere kann man fast sagen, Kostenreduktion und alles andere ist, kann man sagen, irrelevant. Und das sieht man auch an der Verfügbarkeit und der Nutzung in Deutschland von entsprechenden Anwendungsfällen. Oder konkret die Anwendungsfälle, die heute am häufigsten im Einsatz sind. Und wir haben immerhin in Deutschland mittlerweile eine Durchdringung von 30% der Haushalte mit Smart Home Anwendungsfällen, ist Lichtsteuerung, ist Heizungssteuerung und alles ist nur Komfort, ist keine Kostenreduktion. Ich kann das selbst sagen, ich habe in Frankfurt 13 Jahre in einem Altbau gewohnt und habe auf eigene Kosten alle 7 Heizkörper mit einer Smart Heating Thermostaten ausgestattet und hatte dann zum ersten Mal im Leben morgens ein warmes Bad und abends war es dann selbst kühl und es hat mich in Summe 280 € gekostet, das auszutauschen. Da spare ich kein Geld an Heizkosten, aber es ist sehr, sehr komfortabel. Und das sind de facto die Mehrwerte, und die man es braucht. Jetzt Perspektivwechsel und eine Frage, was heißt das eigentlich für die Altersgruppen? Und da sieht man tatsächlich, gibt es erstmal erwartbar ein höheres Interesse und eine höhere Adaptionsrate, je jünger das Publikum ist, weil die sozusagen eher sich auch vorstellen können, und darum geht es häufig, was sich hinter diesen Anwendungsfällen begibt. Zweitens, die Gründe, warum Smart Home wiederum nicht und immer noch von einem Großteil der Bevölkerung in Erwägung gezogen wird, sind Preis. Es ist vielen einfach noch zu teuer, gemessen an dem zu geringen Mehrwert, der gesehen wird. Und jetzt kommt der Punkt, der mit Alter zusammenhängt und sozusagen Erfahrung mit Digitalem. Es ist zu kompliziert zu installieren und es ist zu kompliziert in der Nutzung. Das heißt, für viele ist das noch zu abschreckend, gemessen daran, was getan wird. Und jetzt nochmal auf den Bodensatz deiner Frage runter. Was heißt es für die Silver Society und demografischen Wandel? Die Älteren wie die Allerjüngsten haben an einem Thema das größte Interesse, und das ist Sprachsteuerung und Sprachassistenz. Denn
Während meine kleinsten Töchter mit 5 und 3 Jahren es immer wieder schaffen, mich zu überraschen, weil sie von Alexa Antworten auf Fragen bekommen, bei denen ich mir gar nicht mal die Idee habe vorstellen können, sie das zu fragen. So ist das auch bei Alten tatsächlich im Bereich Ambient Assisted Living momentan in vielen Piloten ein Beweis, der schon erbracht wurde, nämlich es gibt kaum etwas, was mehr einzahlt auf das positive Lebensgefühl älterer Menschen, wenn sie einen Zuhörer haben oder einen Erzähler, der nicht müde wird. Und gleichzeitig bei einfachen Dingen hilft etwas zu tun, was man vorher nicht mehr schafft, wenn man immobil ist. Licht anmachen, Heizung niedriger stellen oder auch tatsächlich einen Ruf absetzen und damit ein Telefonat oder einen Notruf. Und da sieht man, ist tatsächlich eine Innovation und damit eine Veränderung der Kommunikationsschnittstelle durch Sprache und Sprachassistenz im Vergleich zu dem, was wir bisher kennen, nämlich vor allem Smartphone dominiert, nochmal ein großer Treiber, der auch den Anbietern und dem Interesse an Ambient Assisted Living Lösungen andere Voraussetzungen schafft. Und trotzdem, jetzt das Thema Politik, ist das tatsächlich immer noch in Deutschland sehr stiefmütterlich. Wenn man andere Länder sich anschaut, Japan, die durch den demografischen Wandel eine Überalterung noch stärker betroffen sind als wir, da hat dieser Anteil einen viel, viel größeren Stellenwert im Markt, wird sogar durch Robotik und damit assistierende autonome Systeme noch ergänzt. Und das hat im Pflegebereich schon ein Problem gelöst, nämlich dass es zu wenige junge Japaner gibt, die diesen Beruf ergreifen wollen und trotzdem sozusagen Assistenz in Altersheimen, die immer größer werden in Japan, auch Aufgaben abnehmen kann, für die es einfach keine Arbeitskräfte mehr gibt. Und da sieht man schon eine Perspektive, die auch uns sozusagen irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch erwartet und wo eine Chance liegt auch für Digitalisierung. Die Frage an dich gleich weitergetragen. Ist denn Bosch mit diesem Thema der Verzahnung von eigentlich so dezentralen Agenten wie Softrobotik und der Verzahnung eines smarten Gebäudes für beispielsweise die Silver Society auch an der langfristigen Weiterentwicklung solcher Konzepte beteiligt? Und wenn ja, unter welchem Stern läuft das? Ja, Bosch als Multikonzern hat sicherlich sehr, sehr viele Initiativen, die sich in die Richtung ausbreiten. Also wir sind ja auch in diesem Smart Living, also in dem Future Living Berlin auch involviert beispielsweise, wo es auch darum geht, dort mehr Daten zu sammeln, um eben auch mehr das Verhalten von Menschen in der Küche beispielsweise zu optimieren und Co. Also es gibt auch diese kleinen, also Mikey heißen diese Küchenroboter und so weiter. Also es gibt dort wirklich ganz, ganz viele Initiativen, die ich glaube aber tatsächlich erst in der letzten Zeit ganzheitlicher gedacht werden, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man am Anfang halt schaut, dass man erstmal die Einzellösung überhaupt so produktiv bekommt, dass man dort aus dem Silo heraus oder aus der Domäne heraus, sage ich jetzt mal, oder aus dem Gewerk erstmal überhaupt die Daten bekommt. Also beispielsweise, man muss erstmal schauen, dass die smarte Aufzugslösung überhaupt ordentlich funktioniert, bevor man sie eben die Daten anderen Stakeholdern in einem anderen Frontend oder wie auch immer zur Verfügung stellt. Also ich glaube, das sind Konzepte, die jetzt in letzter Zeit einfach viel stärker aufkommen, wie dann auch die Interaktion zwischen Mensch und Technologie sein kann, was vorher auf sehr eindimensionaler Ebene eben mit einer Lösung passierte. Nun gibt es halt ganzheitlichere Konzepte, die dort auch betrachtet werden. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass ich da jetzt gar nicht genau irgendwie 1, 2 Beispiele nennen kann, wo das jetzt gerade mir konkret einfällt. Aber die Themen werden auch im Bereich Residential IoT zum Beispiel ganzheitlicher gedacht. Also mit wirklich einem offenen Ökosystem an Smart Home Lösungen, wo auch jetzt gerade Szenen programmiert werden können, wo dann aber auch Gebäudedienstleistungen und Daten von dem Gebäude auch an die Mieter weitergegeben werden und Co. Also da gibt es tatsächlich viele Initiativen. Vielen Dank. Und du hattest ja jetzt auch wieder das Ökosystem in den Vordergrund gerückt. Und ich gehe jetzt nochmal auf UNO zu mit der Frage, welche Standards und Interoperabilitätsaspekte eigentlich jedes Konzern, Getier sowie auch kleinere Unternehmen langfristig anpeilen müssen, um wirksam smarte Gebäude in die Welt zu tragen. Ich will gar nicht über Standards reden, ich will eher ein bisschen in den kulturellen Aspekt reingehen, weil David hat vorhin angesprochen, das Thema Robotik, ja.
Der Bogen zur Kultur, wenn wir nach Japan gucken, und auch das hast du angesprochen, da ist nicht nur in den Seniorenheimen das Thema Robotik ein Thema, sondern auch in Hotels bereits, nicht, wo Services geliefert werden. Ganz normal, kulturell bei uns, eher noch ganz in den Kinderschuhen. Wir arbeiten daran, auch mit Hotelunternehmungen. Und die Frage ist, wie ist die Akzeptanz oder wie kann der Mehrwert bei unseren Kunden generiert werden, dass die auch sich von einem kleinen Roboter, der niedlich aussieht, meinetwegen, ja, der Mehrwert aber nicht selber, dass der niedlich aussieht, sondern dass er wirklich irgendwelche Aufgaben übernehmen kann. So. Das ist das eher, was herausfordernd ist für uns als Industrieunternehmen, um dann auch wirklich Smart Living technisch unterstützen zu können. Ja. Standards, wie wir Daten teilen, klar, API-Schnittstellen, das ist für jeden gang und gäbe heute, aber auch da wieder wirklich die zu interpretieren und zu selektieren, was wirklich einen Mehrwert für die Kunden bedeutet, das ist die Aufgabe, nicht das zur Verfügung stellen. So. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, zu weiteren Modellen. Okay, Reality-Check-Frage an dich, David. Wie wird es in 10 Jahren sein bezüglich smarter Gebäude, wenn wir an ein institutionelles Gebäude wie beispielsweise ein staatliches Krankenhaus denken, im Vergleich zu einer Luxusvilla, die super smart up ist. Ja? Ich möchte bewusst zwei Pole aufspannen und einmal deine Einschätzung dazu hören. Ich gebe das Wort an dich. Also, Die Villa, die wird heute schon nicht mehr gebaut ohne einen relativ hohen Kostenblock im Bereich automatisierter und teilautomatisierter Systeme. Ja, also man kann de facto auch tatsächlich im Neubau, auch als privater Bauherr, kommt man um gewisse Dinge erstens schon mal gar nicht umhin. Und wenn man dann auch noch, sag ich mal, zu den höheren Einkommensklassen zählt, auch das ist tatsächlich durch Studien für Deutschland sogar schon belegt, die höchste Adaptionsrate an Smart-Home-Nutzung ist in den Einkommensklassen über 4.000 Euro netto im Neubau. Und zwar schon weit über 30%. Also die es auch gut euch leisten können, die bauen es schon ein oder bekommen es auch de facto von ihren Dienstleistern natürlich entsprechend empfohlen, selbst wenn sie den Mehrwert noch gar nicht sehen. Ja. Beim Krankenhaus, tja, meine Frau ist Ärztin, ist Chirurgin, was soll ich sagen, schon seit 15 Jahren. Da kenne ich sozusagen das Klagelied aus nächster Nähe nur zu gut. Hängt natürlich immer sehr stark auch von den Betreibergesellschaften ab, aber die ganzen kommerziellen Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Modernisierung von solchen ganz hochspezialisierten Gebäuden sind natürlich nochmal andere. Da muss man stark unterscheiden zwischen den Räumen, in denen dann auch entsprechende Facharbeit geleistet wird, also OP-Säle und so weiter unterliegen ja starken Auflagen. Genauso auch der gesamte IT in einem Krankenhaus, die muss ja hochkritisch und hochsicher und hochverfügbar sein. Da geht allein schon viel Kostenblock rein. Aber worüber sich alle in Anführungsstrichen freuen, wenn es besser wäre, ist tatsächlich eine bessere infrastrukturelle Versorgung. Und wie man die in diesen Gebäuden herstellt auf der einen Seite und andererseits dann auch irgendwie nutzbar macht, ich glaube, das ist generell für Kommunen, die häufig ja auch Teile der Betreiber sind von Krankenhäusern, noch ein ganz großes Thema. Dort ist aber, wie gesagt, die Perspektive auf die Wirtschaftlichkeit nochmal eine andere, weil die sich stark auch an den Betrieb orientiert. Ja. Aber um den Punkt Nummer 1 weiterzudenken, weil die Frage ist tatsächlich klasse, ist natürlich, was heißt das generell für die auch Verantwortung der Kommunen und noch mehr des Bundes, wenn es darum geht, öffentliche Bauten auch unter bestimmten Voraussetzungen auch überhaupt zu realisieren. Also muss es nicht eigentlich ein Role Model sein für das, was man in einem Land zukünftig auch von anderen privatwirtschaftlich erwartet. Ja, also wie kann man sozusagen getreu dem Silicon Valley Spruch Eat Your Own Dog Food, wie kann man von anderen erwarten, dass sie sozusagen Dinge tun, nur weil das irgendwie sich der Bund oder die Gesetzgebung wünscht, während selbst sozusagen da vielleicht unzureichend drauf Wert gelegt wird. Ja? Und damit meine ich jetzt gar nicht mal das kosteneffiziente und nachhaltige Bauen, sondern eben auch die Öffnung, Intermodalität, verfügbar machen, auch von Stromgewinnung, von Elektrizität für Ladesäulen und so weiter, damit sozusagen auch die städtischen Gebäude einen Beitrag leisten zu den Anwendungsfällen, die in den Städten der Zukunft eine Bedeutung haben. Und da nochmal ein kurzer Blick auf das, was andere machen.
der Professor Blum, der bei uns im BVDW ja schon ein paar Vorträge gehalten hat und bei Sahidi Architects auch für das Thema künstliche Intelligenz und Informationssysteme in der Planung von Gebäuden zuständig ist, konnte immer wieder beeindruckend berichten, wie eigentlich Städteentwicklung und Planung in Asien, insbesondere in China funktioniert, wo sozusagen genau solche Themen bereits weit vorausgedacht werden und heute sozusagen schon Standard sind. Gerade am Beispiel Krankenhaus, wo es klar ist, dass man unter Einschränkung der Persönlichkeitsrechte erkannt wird, wenn man reingeht. Das sind sozusagen die Persönlichkeitsinformationen zum Teil schon an Schaltern verfügbar. Man muss also nicht mehr lange suchen, ob man seine Versichertenkarte dabei hat, geschweige denn der Zustand. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber in jedem Fall sieht man dort in nicht nur einem Zukunftslabor, sondern in Zukunft, die gebaut wird, wie auch tatsächlich welche Möglichkeiten bestehen. Und da ist schon meine grundsätzliche Einschätzung, gerne auch zur Diskussion, dass wir da in Deutschland und in Europa insgesamt zu sehr dazu tendieren, zu diskutieren versus Dinge zu machen und auch damit mal Risiken einzugehen, um dann auch mal zu sehen, was die Effekte sind, wenn man bereit ist, eine höhere Risikobereitschaft zu zeigen. Frage an dich, jetzt ist die letzte Runde. Kim, welches Risiko geht eigentlich Deutschland derzeit ein? Sehen wir vielleicht auch am Beispiel der Pandemie, nicht disruptiv auch solche Welten wie Smart Buildings der Zukunft durchzuspielen? Und welche disruptiven Elemente kannst du dir in deinen wildesten Vorstellungen vorstellen, die eigentlich vielleicht auch außerhalb von Europa geschehen und die Welt hier auf den Kopf stellen, wenn nicht agiert wird? Ja, global galaktische Frage, aber ja, tatsächlich, also natürlich ein wahnsinnig großes Risiko, ne? Also im Endeffekt merken wir ja auch als Deutschland, dass wir irgendwie als Industrienation der letzten Jahre, das ist uns, habe ich ja auch in der Einleitung schon mal gesagt, uns eigentlich immer richtig gut ging. Ja, also Deutschland ging es eigentlich immer richtig gut und insbesondere auch der Immobilienbranche. Und wenn wir uns auch anschauen, dass halt viele der Immobilien auch in den großen Städten sind, wo es einfach Wohnungsknappheit gibt beispielsweise, dann gab es da einfach auch nie so wirklich den Zwang, irgendwas zu tun. Und das kommt jetzt gerade durch die Gesetze. Also ich glaube, wenn man dort, wenn man dort noch ein, zwei, drei Jahre wartet, dann sind wir einfach in der Hinsicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir merken das auch jetzt schon, dass egal auch welche Idee, die wir eventuell haben bei Bosch oder auch bei Startups in der PropTech-Szene und so, es gibt viele der Dinge, gibt es international einfach schon. Und da hat man dann halt eben die Schwierigkeit, dass man sagt, okay, wir haben, also alleine wenn man schon den Energiemarkt anschaut, also wir kommen dann mit Konzepten von wegen, ja, wir machen hier eine Disaggregation auf die Daten und dann können wir die größten Energiefresser anzeigen und Co. Aber im Endeffekt sind in den anderen Ländern überall Smart Meter ausgerollt. Die brauchen das einfach de facto nicht mehr. Es sind halt einfach dann für Deutschland oftmals nur noch Brückentechnologien, die da übrig bleiben, ehe wir den internationalen Stand erreichen. Und ich finde das sehr, sehr schade, vor allem auch als Verfechterin der Digitalisierung und auch, wie Udo sagt, einfach eine tolle Zeit, in der wir leben, weil so viel geht und möglich ist. Und das hat ja jetzt auch gerade wieder die Corona-Pandemie gezeigt mit dem ganzen Thema Impfpass und Co. und digitale Apps, dann die Luca-App und also ich will gar nicht daran denken, wie sehr es da auch diese Leaks gab, von wegen, dass auf einmal 4000 E-Mail-Adressen irgendwie in CC waren. Und das tut einem, finde ich, richtig weh, wenn man in der digitalen Branche arbeitet, wenn man sieht, was einfach gerade überall in Deutschland passiert. Und ich würde mir auch viel mehr Disruption wünschen. Ich würde mir wünschen, dass einfach mal Themen gesetzlich einfach mal ausgerollt werden. Ich finde auch, wir sterben so ein bisschen in Piloten, weil wir immer so hier einen Piloten machen und da einen Piloten und da probieren wir mal was aus. Aber wir haben nie den Mut, dann wirklich mal zu sagen, wir machen jetzt mal einen größeren Rollout zum Beispiel. Und wir machen das jetzt, wir setzen das jetzt als Standard durch beispielsweise. Und ich glaube, dass halt, wie gesagt, immer dieses Ausprobieren, das passiert ja an der einen oder anderen Stelle schon, aber da fehlt es auch einfach irgendwie an, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Ende dann wirklich doch an der Politik, die einfach mal sagen muss, das ist jetzt einfach Gesetz, ja, und das wird jetzt einfach so gemacht, weil es uns in Deutschland einfach immer noch viel zu gut geht. Ich will wirklich nicht zynisch sein, als dass wirklich Dinge aus der Not heraus oder aus der Notwendigkeit und Dringlichkeit heraus passieren. Und dementsprechend einfach mal so ein Prozess, sei es die Bürgerämter oder irgendwelche Themen, einfach mal so komplett durchzudigitalisieren, das hört sich einfach gar nicht so groß an, aber das wäre für Deutschland, glaube ich, schon so richtig, richtig disruptiv. Und ich würde mich freuen, wenn wir sowas in den nächsten Jahren einfach mal sehen würden, dass es so richtig von vorne bis hinten durchgezogen wird, eine Sache mal zu digitalisieren. Volles Brett Disruption
nämlich eine mutige politische Landschaft. Udo, welche Art von Disruption siehst du als Option für die Politik, mutig voranzuschreiben und tatsächlich etwas mal durchzuziehen, wo ihr sozusagen auch als Otis mitgehen würdet in der Richtung? Ich will jetzt kein politisches Statement hier abgeben, das werde ich nicht tun, ja, aber so schlimm Covid als Pandemie war und ist, so hat es uns doch gepusht in das Thema digitale Transformation. Uns alle. Auf der Arbeit, im Privatleben, überall. Wir mussten uns damit arrangieren. Wir haben also diesen Schlag in den Nacken gebraucht, um uns mal klar zu werden, dass wir uns umstellen müssen. Meine Bitte an die Politik wäre, dass sie nicht nur diese Stoßenergie nutzen sollten, sondern mal darüber nachdenken, was sich alles bewegt hat und was die Aufgabe der Politik wäre, diese Bewegung, die wir dank Covid genommen haben, mal weiterzuführen. Das ist ein langer Weg zu gehen, aber wir sollten diese Energie, die wir bekommen haben durch Covid, weiter nutzen. Und ein simples Beispiel, Kim hat gerade gesagt, Bürgerämter, ich bin Berliner, ja. Ich meine, was in Berlin in den Bürgerämtern los ist, ist ein Witz. Es ist ein Witz in der Zeit, wo wir leben. Und wir sollten mal mutig sein, vielleicht Sachen zu simplifizieren, die wir heute als Deutsche verkomplizieren und einfach mal geradlinig durchmarschieren und das Thema digitalisieren, damit die Leute nämlich nicht ihre Zeit verbringen, damit zu warten, mal einen Termin zu bekommen. Und Impfpass, da kann ich nur lächeln. Das ist wirklich, es ist traurig. Wir sind als Land wirklich auf einem hohen Level. Das muss man schon sagen. Uns geht's gut, ja, verglichen zu vielen anderen Ländern in dieser Welt. Das ist allerdings auch gleich unser Rotblock ein bisschen, weil wenn man sich wohlfühlt, dann fühlt man sich nicht gezwungen, als Mensch sich unbedingt zu bewegen, nicht? Frage ist, welche Anreize schafft die Politik, damit wir uns bewegen? So. Einfach mal zuhören, so wie wir bei unseren Kunden zuhören müssen, sollten vielleicht die Politiker ein bisschen mehr hinhören, was die Bürger im Land sagen. Ja? Wir haben ja die Chance, in den Wahlen jetzt eine Stimmung dazu abzugeben, nicht? Dann hoffentlich kommen wir ein bisschen mehr auf Fahrt. Ich habe keine Lust, dass wir uns abhängen lassen. Ganz klar, Kim, du hast das gesagt. Und oftmals aus Industrieperspektive kann ich das nur unterschreiben, was du gesagt hast, Kim. Wir haben oftmals gute Ideen und entdecken, Mensch, die gibt es schon. So. Und wir müssen einfach ein bisschen Gas geben, risikofreudiger sein, ja, wirklich in Risiken auch mal investieren, um da wieder die Position zu verbessern für uns aus deutscher Sicht, ja. Ich rede jetzt nur über die deutsche Sicht hier. Ja. Vielen Dank, Udo. Vielen Dank, Kim. Vielen Dank, David. Ich denke, wir haben das Thema recht breit abgegrast und es war echt spannend, euch dabei lauschen zu dürfen. Ich möchte allen nochmal empfehlen, einen Blick in die Studie, die auf unserer Website zu finden ist, zu werfen, um dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Verabschiede mich an dieser Stelle von Kim, von Udo und übergebe zum krönenden Abschluss der Verabschiedung das Wort an David. Danke, Florina. Herzlichen Dank auch an dich für die tolle Moderation. Auch nochmal von mir, Udo Hoffmann von Otis, Kim Kotter von Bosch.io. Danke für die Beteiligung. Und der Aufruf an alle, die das sehen und zuhören, sich auch gerne im BVDW zu engagieren. Wie wir sehen können, im Ressort Smart World gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die viele Beteiligte aus unterschiedlichen Geschäfts- und Industriezweigen zusammenbringen, um spannende Fragen der Zukunft zu beantworten. Für Deutschland, das ist im Fokus. Insofern auch da direkter Zugang auf Florina oder mich jederzeit gerne.